Ja, unsere Demokratie ist ein Versprechen der Gleichheit und genau das will ich durchsetzen. Die Gleichheit bei der Wahl, die gleichen Chancen für alle Kandidaten und die gleichen Chancen für eine freie Wahl für jeden Bürgerin, jede Bürger. Wenn sie getäuscht werden über Reihenfolge des Stimmzettels und so weiter, dann können sie nicht wirklich frei wählen und darum setze ich die Bürgerrechte durch und meine Rechte als Kandidat und verschaffe so der Verfassung Geltung. Dies ist die Klage, Schrift, Seite 1 vom Feinsten und das ist schon historisch, denn ich denke mal, auch beim Niedergang der DDR, beim Untergang war die unfaire und rechtswidrige Wahlen ein ganz starkes Motiv und Anlass für den Wandel und die friedliche Revolution. Und so ähnlich kann es hier sein, dass dieser Prozess auch hilft, mein Projekt des Verfassungskonvents voranzutreiben, der ja auch sich um eine Stärkung der Bürgerrechte, der Naturrechte dreht. Und die Goldene Waage ist zwar in Frankfurt ein Restaurant, aber natürlich ist die Waage, wie wir wissen, auch ein Symbol für Gerechtigkeit. Und der soll ja jetzt zum Durchbruch verholfen werden. Und so können wir gespannt sein, wie es weitergeht. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende und dies ist eine Geschichte von unten und nicht von den heute Mächtigen geschrieben. So ähnlich wie bei Gorbatschow. Das war nicht der Kohl, der musste zum Jagen getragen werden. Da habe ich den Brief an Gorbatschow geschrieben. Insofern ist das historische Museum hier in zweifacher Hinsicht genau der richtige Standort für die wahre Geschichte der Revolution der friedlichen 89 und für faire, freie Wahlen, mein Musterprozess, der für die Zukunft generell bessere Wahlen garantiert, nicht nur in Frankfurt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und helft alle mit, engagiert euch, wo immer ihr Lust habt. Einer alleine kann das nicht. Da braucht es viele Herzen und Hände, damit wir gemeinsam vorankommen. Ciao, addio, tschüss.